Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel von mir, Adolf Burkhardt. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch allen geht es gut da draußen. Heute zeige ich euch mein Geheimnis für dicke Arme. Ihr habt es nämlich schon erraten. Das Video heißt nämlich auch Alles Öl oder was? Also was geht ab, was steht heute an? Heute geht es, wie schon vorher gesagt, um ein Armtrainingsvideo. Was ich so verändert habe und warum die Arme am Wachsen sind, das findet ihr alles heute raus, denn ich zeige euch das Geheimnis von Adolf Burkhardt. Die Leute sprechen drüber, die Leute fragen sich, ist da was im Busch? Und wenn ihr dran bleibt, dann wisst ihr, was es auf sich hat mit den dicken Keulen. Wir trainieren heute Bizeps und Trizeps. Das Ganze fangen wir an mit Bizeps, weil es meine Schwachstelle ist. Ich sehe es immer noch als Schwachstelle. Der Bizeps kommt voran, aber dennoch hängt er ein bisschen hinterher. Heute kümmern wir uns drum. Ich habe nämlich meine Geheimwaffe am Start. Das gute WD-40 Öl. Das ist nämlich das Geheimnis, worum es geht. Viel Spaß beim Video. Erste Übung mit erhöhten Ellenbogen, das heißt den Bizeps Peak, den wir haben wollen. Die Ellenbogen sind fixiert auf diesem wunderbaren Gerät und ich sage euch, dieses Gerät ist geisteskrank schwer. Also wer hier den ganzen Block schafft, der muss schon Ronnie Coleman heißen. Und damit das Ganze auch geschmiert vonstatten geht, zeige ich euch den Trick für dicke Arme. Das Deo für den Mann. Wir machen klassisches Volumentraining. Warum? Weil es funktioniert und vor allem, weil es Spaß macht. Leute, ganz wichtig, was viele immer vergessen, vergiss den Spaß nicht. Ja? Kommt nicht ins Gym und fertigt irgendein Protokoll ab, wenn ihr nicht irgendwie Bock drauf habt. Macht Übungen, auf die ihr Bock habt, die ihr gut fühlt. Das sind nämlich eure Übungen, die werden funktionieren. Wenn ihr gutes Muskelgefühl habt, dann bleibt bei diesen Übungen und ihr müsst nicht irgendwie jede Woche rumswitchen, andere Übungen probieren. Ich mache seit Jahren dieselben Übungen. Wichtig ist nur, was ich auf jeden Fall rausgefunden habe für gute Arme oder für gutes Armwachstum. Höhere Frequenz, mehr Regeneration, weniger Volumen. So hat es bei mir funktioniert. Und ganz wichtig, lasst euer Ego zu Hause. Es interessiert keinen, ob ihr 20 Kilo Bizeps Curls macht oder ob ihr 8 Kilo Bizeps Curls macht. Ja, es muss sich einfach nur gut anfühlen und dann wird es auch funktionieren. Ja. Nächster Satz, nächste Chance. Oh, jetzt läuft die Maschine wie geschmiert mit Öl. Ich habe bei keiner Maschine so ein krasses Muskelgefühl wie bei der hier. Also es ist echt ein Schmuckstück. Die Maschine ist von HBP. Für die Jungs, die vielleicht ein Home Gym zu Hause haben oder sich so ein Gerät klar machen wollen, ihr wisst, wo ihr sie bekommt. Bei HBP. Und nein,
Da gibt es keinen Code ADOLF10, den gibt es nämlich nur bei Big Zone. Apropos Big Zone, wenn wir schon dabei sind, was trinkt euer Boy während dem Training? 30 Gramm Cluster Dextrin, 2 Gramm Salz, 20 Gramm EAAs im Geschmack Kirsche, feiere ich hart, und Pfirsichringe, die waren leider ausverkauft, deswegen musste ich auf Kirsche zurückgreifen. Ich trinke so ungefähr 1,5 bis 2 Liter während dem Training, heute wahrscheinlich eher 1,5, da das Armtraining nicht so viel Schweiß und Mühe erfordert wie zum Beispiel ein Beintraining. Und ja, in diesem Sinne, für die Gains. Ich weiß, die Leute werden wieder fragen, weil auf Instagram vermehrt die Fragen kamen, wo ich diese Flasche her habe. Die Flasche ist von Nalgene USA. Davon habe ich nichts, aber für euch da draußen, wer Bock hat, die gibt es bei Amazon. Viel Spaß damit. Let's get the party started. Ich arbeite einfach nach dem klassischen Prinzip. Viel hilft viel, mehr ist mehr und schwerer ist immer besser. Yeah, buddy! Lightweight! Und ich habe jetzt 2 Sätze gemacht mit 20 Wiederholungen. Die haben sich ganz gut angefühlt. Das heißt, wir steigern das Gewicht und reduzieren damit gleichzeitig die Wiederholungsanzahl, bis ich irgendwann so bei 8 Wiederholungen angekommen bin. Bei Bizeps arbeite ich vermehrt lieber im hohen Wiederholungsbereich, weil ich den dann einfach besser spüre und ich sehe keinen Sinn darin, den Bizeps so auf 3 bis 6 Wiederholungen zu trainieren. Da gehe ich schon lieber so in den 8 bis 15er Bereich. Für die, die gar keinen Plan haben, könnt ihr euch so ein bisschen daran orientieren. Und ja, nächster Satz, nächste Chance. Let's get nasty! Einmal gehen wir noch hoch, weil es Spaß macht. Ich arbeite nach dem intuitiven Trainingsprinzip. Das heißt, ich komme hierher, ich habe zwar feste Trainingstage, ich weiß, wann ich Arme trainiere, wann ich Quads oder Schultern trainiere, ich weiß aber nicht, welche Übung ich mache. Ich arbeite nach dem Joe Weider intuitiven Trainingsprinzip. Trainiere nach Gefühl, nach Lust und Laune, dann verletzt du dich auch nicht. Weil wenn du Übungen aussuchst, auf die du keinen Bock hast, wird das auch nichts, meiner Meinung nach. Es muss Spaß machen. Erste Übung haben wir durch. Die zweite Übung wollen wir den Bizeps in der gestreckten Position überlassen. Das heißt, die Ellenbogen bleiben hinter dem Körper, immer auf Stretch. Wir arbeiten am Kabelzug und spannen so hart an, wie wir können. Ein richtig geiles Muskelgefühl dabei. Darum geht's. Machen wir wieder so 3-4 Sätze. Je nach Gefühl. Mein Bizeps ist eigentlich schon ziemlich zu. Theoretisch könnte ich jetzt schon heimgehen. Aber wo bleibt der Spaß? Erste Amtshandlung. Oiling. Öl. Was zeichnet ein gutes Studio aus? Ein gutes Studio hat immer WD-40. Die Kenner wissen's. Weil nur mit Öl wächst der Bizeps wie geschmiert. Das Ganze läuft hier auf Ölbasis, sag ich euch. Und
Und der Stretch zieht hier richtig rein, ey. Mit dem Pump jetzt. Ist surreal, Mann. Adolf, ich wollte meine Arme in nächster Zeit auch verbessern. Ich habe aber zu Hause nur Olivenöl. Ist es wichtig, dass man WD-40 nimmt oder geht auch Olivenöl im Notfall? Olivenöl würde im Notfall auch gehen. Riecht natürlich nicht so gut wie das gute klassische WD-40-Öl. Deswegen würde ich jedem professionellen Sportler da draußen WD-40 empfehlen. Okay. Was auch ganz gut ist, ist Brunox. Ja. Deo für die Federgabel. Okay. Viele Mountainbiker werden es kennen. Ich persönlich bin früher viel Downhill gefahren. Ich habe auch noch Brunox zu Hause. Steht auch tatsächlich drauf, das Deo für die Federgabel. Haben wir jetzt nicht da. Wir benutzen das klassische, gute alte WD-40. Das riecht so ein bisschen nach Cola, findest du auch? Ja, das ist auf jeden Fall geil. Riecht gut, gell? Würdest du dich als professionellen Geräteöler bezeichnen oder fehlt dir da noch ein bisschen Erfahrung? Ich würde mich jetzt mittlerweile als professionellen Geräteöler bezeichnen. Let's get the party started, man. So, jetzt kommt die einzige Übung, wo ich echt ohne Öl arbeite. I got a bad feeling about this. Weil es einfach nur schmiert und ab und zu muss man noch auf naturaler Nicht-Öl-Basis arbeiten. Wir machen alternierende Bizeps-Curls. So haben wir quasi alle Winkel abgearbeitet. Und einen Dropsatz Hammer-Curls machen wir noch hinterher. Kommt aber gleich. Alternierend heißt ein Arm, dann den anderen Arm, dann wieder den anderen Arm. Let's go. Bei den Bizeps Curls wirklich darauf, dass ihr die Suspination, also dass ihr die richtig eindreht, ruhig übertrieben nach außen, lehnt euch ein bisschen rein, sodass ihr wirklich den inneren Kopf richtig spürt und den richtig oben in der Spitzenkontraktion nochmal schön anspannen könnt. Dann wird das auch was. Komm, hol das Lasso raus. Okay, letzte Übung, machen wir einfach mal einen Dropsatz Bizeps Hammer Curls. Oh, ich merke schon, das läuft nicht ohne Öl.
für den guten Duft zwischendurch. Das Öl sei mit dir. War das nicht bei Star Wars irgendwie, das Öl sei mit dir oder sowas? Ja. Genau so war es, glaube ich. Genau, das war der Text. Ja. Ja, genau, wie die 40. Oh. Fühlt sich gut an. Heute läuft das Öl wie geschmiert. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich nachher so eine Anfrage von WD40 bekomme für einen Sponsoringvertrag. Jetzt WD40 mit dem Code Adolf10. Alright, Leute, Part 1 ist durch. Der Bizeps ist voll. Voll auf Öl. Ich hoffe, der kleine Gag hat euch gefallen und ich hoffe, ihr nehmt das alles nicht so zu ernst. Ihr habt Spaß beim Training. Bizeps-Training ist durch. Ich gehe jetzt ran und zerballer noch mein Trizeps, schmier noch ein paar Geräte mit WD40 und ich hoffe, wir sehen uns beim zweiten Teil wieder. Wenn ihr Bock habt auf ein Trizeps-Video, ballert es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Trizeps Part 2. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Video. Peace out.